Ja, hallo, FH SpaceTV, noch immer am Ars Electronica Festival, weil es so schön ist da. Auch im Lower Deck, dem Bereich für den Jugendwettbewerb Create Your World des Festivals. Und da hat der Erfinderladen Salzburg einen Stand. Ich bin da jetzt mit der Steffi, stehe da. Erzähl uns mal ein bisschen was über euch. Was macht ihr da? Was habt ihr da? Was tut sich da? Also wir sind eigentlich die Firma Erfinder.at. Wir haben schon seit über 14 Jahren Erfahrung mit Erfindern. Zu uns kommen Erfinder, wir nehmen sie bei der Hand und helfen ihnen von der Idee bis zur Markteinführung. Und seit dem 1. April 2011 gibt es einen Erfinderladen in Salzburg. Das ist nichts anderes als eine Plattform, wo wir eigentlich unsere Dienstleistung sichtbar machen. Also man kann auf gut Deutsch Erfindungen kaufen. Ganz normale Alltagsgegenstände, Geschenkartikel, es ist für jedermann was dabei, aber es sind alles Dinge, die es woanders noch nicht gibt. Also ihr habt nicht die Glühbirne erfunden oder so? Also die Glühbirne haben wir nicht erfunden, aber wir haben die Kulturreserve. Das ist eine Dose, wo eine Glühbirne drin ist, das hat jemand erfunden, weil die gibt es ja ab 1. September nicht mehr zu kaufen. Und damit man aber später dann noch eine Glühbirne hat, hat jemand dieses Geschenk, diesen Gag erfunden. Und ja, absolut spannend ist ein Kunstprojekt, das ist die Standard Time. Die läuft auch da bei uns auf dem Screen, kann man also anschauen. Im Endeffekt ist das ein Kunstprojekt, was in Berlin gemacht worden ist. 72 Arbeiter haben in 48 Stunden aus Holz die Uhr nachgebaut. Das hat jemand in Echtzeit gefilmt und man kann es jetzt als Screensaver nutzen für verschiedene Computer. Und es ist echt cool, weil es synchronisiert sich mit der Uhrzeit. Ja, natürlich eine ganz coole Geschichte ist die Trendsportart Crossboccia. Crossboccia? Ja, das ist eigentlich nichts anderes als das normale Strandboccia. Kennt wahrscheinlich ja jeder, aber es sind keine Bälle aus Eisen, sondern es sind diese Hacky-Sack-Bälle. Also das Crossboccia funktioniert so, man hat ja eben diesen weißen Ball, den wirft man. Und dann geht es darum, wer mit seinen eigenen Bällen einfach am nächsten zu der weißen Kugel ist. Ne? Jeder wirft einmal und der, was dann von uns dreien praktisch am weitesten entfernt ist, der wirft dann seine restlichen zwei Bälle, dann kommt der nächste dran, der am nächstweitesten entfernt ist und so weiter, bis alle durch sind. FH SpaceTV gewinnt. Danke.